Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu Ark auf Valguero. Jo, beim letzten Mal hatten wir ja ein bisschen Pech. Ich dachte erst, den Server hat es entschärft. Das war aber nicht so. Es war weder der Server, noch war es mein Rechner. Es war der Router. Der dachte, ich mache jetzt mal ein Päuschen. Nein, der hat keine Ahnung, was das ist. Irgendein Reset gemacht und deswegen ist das hier alles ins Stocken gekommen. So, es hat sich aber auch ein bisschen was getan. Das ging jetzt alles so Schlag auf Schlag. Deswegen ich bin dann quasi wieder hier zurück, habe mich dann hier ausgelockt. Ne, Quatsch, gar nicht wahr. Ich hatte mich an Ort und Stelle. Ich bin ja vom Server geflogen. Bin jetzt wieder hierher, so rum. Und da lief er hier rum. Den musste ich jetzt gleich fangen. Den habe ich heute auch erst gezähmt. Der hat auch schon gute Dienste geleistet. Den hat man beim letzten Mal schon. Und da steht unser Lobob. Den habe ich, na gut, der levelt so ein bisschen vor sich hin. Mal gucken, was mit dem wird. So, gebaut haben wir noch gar nichts. Aber ich sehe schon wieder was ganz Interessantes. Den roten da unten. Der ist natürlich hübsch, ne? Bist du? 15, echt. Das ist ja nicht so besonders. Aber wir wollen jetzt mal so langsam ums Bauen kümmern. Dass wir hier mal, weil ich habe schon angefangen, die ganzen Tables, weil ich habe ja ein paar Mods drauf und jeder Mod hat natürlich seinen eigenen Crafting Table und den wollte ich mal ein Plätzchen einrichten. 3 Minuten haben wir noch, dann könnten wir wieder Honig sammeln. Das ist natürlich auch praktisch, denn auf den Inseln hier geht es relativ ruhig zu. Und deswegen werden wir auch hier auf der Insel bauen. Ich habe auch schon einen Bauplatz gefunden. Wir werden hier... Was bist du denn? Hallo? 90. Du bist ein Männlein. Weiblich. Weiblich 90. Männlich 300. Da könnte man ja direkt... So. Könnte man ja direkt... Verlockend. Sehr, sehr verlockend. Kann man immer gebrauchen, ne? So, deswegen schießen wir den rein. Hier. Hast du die jetzt da festgehalten? Bitte, bitte, bitte. Oh, bitte, ja. Mist. Praktisch. Haltet ihn auf, sie meine ich. Das wäre natürlich schnuckelig. Ja. Hey, bleib mal hier, Freund. Den. Oh, shit. Ich schieße den falschen. Jetzt. So. Ah, ja. So, das ist natürlich. Das ist hier natürlich so düsselig gefallen. Komm ich hinten rum? Jo. Jetzt muss ich mal irgendwas ausbauen. Es ist, glaube ich, ja, warte mal. Mach mal was da drüber. So. Nämlich. Gib das meinen Pfeil, mein Freund hier. Ja. Entschuldige, dass ich angepiekst habe. Weg. Ich hatte doch irgendwo noch Beeren. Und genau, die muss ich mal kurz wegnehmen. Da haben wir doch schon was zum Züchten. Was bin ich froh? So. Gehst du mal rein hier. Genau. Schön, gut, genauso ging es mir auch gerade eben so. Hoppla, was war das denn? Ich hätte natürlich lieber den roten gehabt, der ist ein Tacken hübscher. Aber egal, und sobald hier Madame gezähmt ist, gehen wir mal rüber zur Baustelle, also zur Baustelle, wo wir bauen möchten. Mach mal einfach, was ich dir noch... Das ist doch noch nichts. Das sollte eigentlich sein Gang gehen. Ich denke mal, das müsste reichen. Wir warten mal noch ein Minütchen oder ein halbes Minütchen. Ich will mal wissen, ob die schön weiter zählen, weil da können wir die nämlich auch hier liegen lassen. Fehlt mir, könnt
hier auch einparken, aber da fehlt mir jetzt noch ein Dino. Es geht doch langsamer voran. Na gut, komm, hau mal rein. Na ja, komm mal raus, Zeug holen. Da können wir auch Narkozeug holen. So. Ja, ihr seht doch mal die Tables. Also das sind noch nicht alle. Ne? Für die brauchen wir dann ja auch noch irgendwie einen Raum. So ein Crafting Room. Irgend sowas in der Richtung. Und Stall brauchen wir noch. Ja, komm. Oh, ich denke aber, das reicht hin. Alles klar, sowas, da brauchen wir jetzt hier nicht, das ist dann für euch auch zu langweilig. Wir werden mal hier mit, die haben alle noch keinen Namen, müssen wir mal irgendwie noch Namen geben. Mit dem Kollegen hier, Monsieur Dödi. Da läuft schon wieder ein, warum ist denn jetzt so los, wo kommen denn die jetzt alle her? Das ist ja ganz interessant. Und einen dritten werden wir nicht brauchen, ich glaube mit den zwei. Also natürlich. Bleiben wir lieber bei 90. So. Wir wackeln schon mal mit dem Dödi darüber. Quasi den Bauplatz ein bisschen räumen. Ja, das Weihnachtsevent habe ich noch drauf. Och, ich finde es eigentlich ganz putzig. Deswegen, das lassen wir erstmal auf dem Server. Jetzt fällt mir gerade ein, hat der einen Mr. Mumpfen drin? Kleiner Kollege, ja, ein bisschen. Okay, das sollte reichen. Nein, ich will nicht schießen. So. Das Potenzial ist Fleisch. Da ist der Übergang. Oh, Orientierung. Wo bist du? Da bin ich doch hin. Da drüben werden wir anfangen mit bauen. Und dann werden wir hier diese Inselchen besiedeln. Wollte ich überhaupt da hin? Nö, von da kommen wir doch. Alter, Orientierung 6 setzen. Meine Güte. Nein. Was ist da da? Ah ja, wird schon. Alles wird gut. So. Und dann werden wir auf der Nachbarinsel anfangen. Die ist ein bisschen kleiner. Erstmal einen Schluck Kaffee. Und während der anfangen zu bauen. Da ist ja sogar im Schwimmen schneller als im Laufen. Bis am Anfang. Von unten ja nichts Mampf, aber ich glaube Tauben kommen wir hier mal wieder. Ja, sieht erstmal ganz gechillt aus, ja. So, hier wollte ich eigentlich eine Brücke bauen, dass wir die Inseln verbinden. So der Plan. Mal gucken, ob wir da noch einen Zaun oder was drumherum machen. Hm, mal schauen. Ich glaube, der ist wirklich schneller am Wasser. So. Also ich hatte hier schon mal eine Base, das ist aber schon sehr lange her. Also mehrfach, weil ich habe öfters hier auf der Insel gebaut. Weil wie gesagt, weil es hier ruhig ist und du hast halt alles irgendwie in der Nähe. Du hast den Schnee, du hast Berge, du hast Redwood, du hast den ganzen Bratsch hier so mehr oder minder auf einem Haufen. Und deswegen denke ich mal, dass wir uns hier, wir sind noch nicht ganz da, hier hinten niederlassen und dann eine schöne Base. Wir werden auch mit der wie heißt die jetzt, OZ, Ostcraft Station anfangen, also mit der OZ, Ost. Naja, egal, werdet dann sehen, weil die Bauteile relativ schnell zu bauen sind und man da auch schöne Sachen machen können. Wo will ich denn jetzt hin? Da ist die andere Insel. Ne, das war schon richtig hier. Also hier sind die Ecke, werden wir uns jetzt ein bisschen freiräumen. Und werden dann anfangen, hier was Schönes hinzuzimmern. Genau, so hier.
Stand hier können wir ja soweit viel wegräumen. Also eigentlich, ich glaube, hier können wir alles wegräumen, was an Steinen rumliegt. Da ist nichts mit Deko dabei. Das sind alles Ressourcen, die wir ja auch noch brauchen zum Bauen. Kristall, also ich brauche immer noch ein Tierchen. Aber ich denke mal, da tut sich auch noch was. Das ist natürlich auch, wer das jetzt noch nicht weiß, das ist ganz interessant. Diese Steine, die hier am Strand sind, da kriegt ihr relativ ordentlich Metall raus. Wesentlich mehr als jetzt von den Steinen, die auf der Insel rumliegen oder halt dann mal davon abgesehen von diesen Metallsteinen halt. Aber sobald wir dann gescheit wieder haben, fliegen wir dann mal in die Berge. Aber alles in eins nach dem anderen. So jetzt war zur Zeit, deswegen hat es jetzt auch ein bisschen gedauert, dass mal wieder ein Video kam. Wir hatten ein bisschen was im Büro zu tun und ja, deswegen das jetzt ein bisschen später. Aber mal gucken, was wir für einen Rhythmus finden, jetzt wo ich wieder im Büro mehr zu tun habe. Was die Videos angeht. Aber ich denke mal so eins, zwei, dreimal in der Woche müsste ich schaffen, wenn ich am Wochenende ein bisschen vor produziere. Livestreams müssen wir mal schauen. Bei unserem Lost Island Projekt habe ich ein bisschen das Gefühl, dass ich der Letzte bin, der noch übrig ist und das Getier am Leben hält. Müssen wir auch mal gucken. Also das möchte ich schon irgendwie fortsetzen. Habe aber da schon einen kleinen Plan geschmiedet, dass ich quasi hier auf einen anderen Lost Island Server, wo ich ein paar mehr Mods, wo ich hier quasi die Mods, die ich auch hier drauf habe, mit habe, wegen der Brauerei und so weiter, auch wegen dem Künstler. Aber das, ich weiß es noch nicht. Mal gucken, was so die anderen dazu sagen, ob die nochmal Lust haben, da was zu starten. Da habe ich ja jetzt, was war das letzte, da haben wir den Greif, oder die zwei Greife, naja, auf alle Fälle waren wir auf Greif, ja, erfolgreich. Und das nächste, was ich mir eigentlich da holen wollte, war so ein Affe. Den Namen habe ich jetzt leider irgendwas. Vielleicht machen wir auch das noch oder das machen wir dann auf dem anderen Seite. Naja, wie gesagt, wir werden sehen. Das ist noch so eins am anderen. Jetzt machen wir erstmal hier, das ist hier. Oh, servus, jetzt habe ich den einen ein paar verpasst. Ich dachte, die gehen wir jetzt auf den Sender. Tun sie aber nicht. Hm, okay. Naja, wie gesagt, das müssen wir dann sehen. Aber da bekommt ihr natürlich Bescheid. Natürlich das Doofe, dass ich kann den Server kein Getier mitnehmen. Ich weiß es nicht. Mal gucken, vielleicht finden wir da irgendwie eine Lösung. Dass ich zumindest so ein bisschen Viech mitnehme, dass man jetzt nicht wirklich wieder bei Null anfängt. Und das wird dann auch kein Hardcore mehr, das ist dann halt normal. Ne? Aber wie gesagt, das ist alles noch in Planung. Da müssen wir mal schauen, was wir da tun. Ja, schon so gut Gewicht gelevelt. Man passt ja ganz gut hier rein. Das kleine Tierchen hier. Schön. So, wir sacken erstmal alles ein. Ich werde aber gucken, dass wir hier schon mal eine Foundation aufbauen für die ganzen Ressourcen, die wir jetzt hier ernten. Weil das jetzt darüber zu schleppen und dann wieder hierher ist eigentlich auch blödsinnig. Den Crafting Table habe ich schon fertig. Und was hier der Schmelzofen und so weiter ist, das holen wir dann geht hier rüber. Müssen wir uns erstmal irgendwie irgendwo eine Werkstatt bauen. Bis wir halt so weit sind, mit dem Haus bauen zu wollen. Da könnt ihr, wenn ihr so lieb seid, mir eigentlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Ist das was für euch Interessantes oder wollt ihr lieber sehen, wie wir hier jammer, oder wie ich hier jämmerlich sterbe? Oder das wäre mal gut zu wissen.
Denn ich kann auch offline bauen. Also das heißt, ich meine, gut, ich will das als Bauvideo betiteln und wer es angucken will, guckt es an und wer nicht guckt, sollte ich halt. Genau, so werden wir das machen. So, so, so. Da haben wir ein paar Steine. Immer noch mit. Unser Dino levelt hier fröhlich vor sich hin, das ist gut. So, ich werde jetzt erstmal gucken, was ich brauche. Ich glaube Holz. Holz. Stroh auf alle Fälle. Zum Schrankbau brauche ich doch keinen Stein, oder? Hm, gleich wissen wir es. So, gucken wir mal. Das Plus. Hier ist er. Fassung. Okay, das kann er jetzt gerade nicht anfangen hier, der Kleine. Aber er braucht eben Papier, deswegen nehmen wir jetzt mal die Hand zu. Gucken, wie viel wir brauchen. Ich brauche ja erstmal eigentlich nur einen Schrank und einen Foundation. Dass wir hier quasi wie so ein kleines Lager schon mal aufmachen. Alles, was wir hier zusammen ernten, da schon mal reinschmeißen. So. Das sollte reichen. Herstellung. S plus. Da sieht man den Verlauf dabei immer nicht. Ich brauche ein Foundation. Das kann wegen mir auch Stroh sein. Das ist mir eigentlich relativ Wurst. Hier ist schon mal ein Schränkchen. Bin ich denn jetzt wirklich? Sehr schön. Dann können wir den mal leer machen. Ach ja. So, das ist natürlich auch Bärchen, mein Freund. Für deine Arbeit. Ja, so noch Dingsens und Bumsens und wieder. So, 3 Punkte können wir vergeben. Ich habe Geschwindigkeit. Ach Gott, machen wir so, machst du Gewicht. Geschwindigkeit, aber sowieso viel schneller läuft der, glaube ich, auch nicht. Gut. Stein wichtig, Metall ist wichtig. Das definitiv Holz und Faser, das brauchen wir nicht. Das auch nicht, das auch nicht. So. Sehr schön. Dann gehen wir mal weiter. Wie gesagt, solche. Ich wollte es jetzt aber erst auf Screen machen mit dem Arm, aber. Jetzt machen wir es halt in der Aufnahme. Ist ja, glaube ich, auch nicht schlimm. Übrigens, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euren eigenen Server aufsetzen wollt, dürft ihr natürlich sehr gerne fragen. Ich muss nur dazu sagen, ich bin seit Jahren jetzt bei Nitrado. Also die Fragen zu Nitrado-Servern kann ich nicht sehr gerne beantworten. Also soweit ich sie beantworten kann natürlich. Aber wir haben jetzt schon so viel mit Nitrado durch. da wissen wir schon ein klein wenig Bescheid. Also wenn ihr da Fragen zu dem Arc-Server habt, wie ihr den aufsetzen wollt, wie es funktioniert, mit den Mods und was der Geier was, dann einfach fragen. Und ich kenne auch noch ein paar Leute. Weiter weiß, die ich dann auch noch mal nachfragen kann. Wenn es jetzt ein bisschen spezieller wird. Ich habe es nur gemerkt, dass das, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Chat haben wir geschrieben, da ging es um die Experteneinstellung und was ist das denn und wieso und halt warum. Muss man nicht, ne? Also man muss die nicht benutzen, aber es sind natürlich, die sparen Mods, ganz einfach. Und deswegen sind die mir da auch ganz gut willkommen.
Holz mit Anton. Ich kann eigentlich auch alles kahl machen, weil ein bisschen was wird nachwachsen. Und da rappelt er weg auch schon wieder. Alter Schwede. Ist so schnell. Okay, ihr Lieben, wie es dann hier weitergeht auf Valguero, das seht ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Ark Survival Evolved. Bis dahin, es grüßt euch euer Silver. Ciao, ciao.